Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video und ich habe es versprochen, es gibt ein Bonusvideo zu Flappy Bird und es ist soweit, wir werden das Flappy Bird Projekt erweitern um einen Multiplayer, das heißt, ihr könnt zu zweit auf der Tastatur spielen und einen nicen Titelscreen. Ich fange das Spiel an, indem ich jetzt zum Beispiel auf die Leertaste drücke und dann kann man zu zweit spielen. Alleine zu spielen ist hart und man kann dann natürlich gewinnen. Der Spieler, der meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Freut euch auf dieses Projekt. Ihr werdet wieder neue Sachen lernen und lasst uns direkt loslegen. Bis gleich. Bevor wir starten, Freunde, empfehle ich euch, auf den Link in der Videobeschreibung zu klicken. Dann landet ihr direkt in diesem Scratch-Projekt. Wir machen quasi genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Mit der Ausnahme, dass ich einige Figuren hinzugefügt habe, die wir für dieses Projekt benötigen. Und wir werden das später jetzt mit Code dann natürlich befüllen, mit Leben befüllen. Und wir fangen mit dem Titelbildschirm an. Der ist jetzt erstmal auf nicht sichtbar gestellt. Wir ändern das, indem wir hier das Ganze auf sichtbar stellen. Dann selbst positionieren wir hier die Message-Figur, also den Startbildschirm. Ich ändere das mal einfach in Startbildschirm. Startbildschirm. So, das jetzt positionieren wir hier mittig und dann gehen wir auf Ereignisse. Wenn grüne Flagge angeklickt wird, dann soll er sich immer zeigen. Also das soll sichtbar sein. Und wir setzen mal die Größe und gucken, ob die Größe in Ordnung ist. Momentan ist mir das viel zu groß. Wir gehen mal auf Setze Größe auf. Nehmen wir mal 65 und schauen uns das mal an. Okay. Diese Größe gefällt mir tatsächlich sehr gut. Übrigens empfehle ich euch, geht mal hier auf Bird, auf den Flappy Bird und wir stellen das mal auf nicht sichtbar beziehungsweise entfernen, wenn grüne Flagge angeklickt wird mit diesem Skript, damit einfach nichts passiert. So, wir gehen wieder zum Startbildschirm und die Größe gefällt mir jetzt und auch die Position. Ich würde dann sowas nehmen wie x gleich 0 und y 5. Ja, das ist super, das ist mittig. Das heißt, als nächstes brauchen wir diesen Bewegungsblock. Wir gehen in den Bewegungsbereich und nehmen geh zu 0 minus 5. Das sind quasi die Voreinstellungen, die wir nehmen. Der Startbildschirm soll immer diese Größe haben und immer dann zu dieser Position zurückkehren, wenn wir das Spiel starten. Und jetzt kommt das Coole. Ich möchte, wenn ich auf die Leertaste drücke, nicht, dass es so abrupt verschwindet, sondern dass es so immer durchsichtiger wird, bis es gar nicht mehr sichtbar ist. Und das machen wir auch jetzt im Code. Das habe ich mir selbst überlegt, finde ich einfach cooler den Effekt, statt dass wir sagen, zeige dich nicht mehr, beziehungsweise verstecke dich. Wie machen wir das? Wir nehmen hier bei Aussehen einen Block mit Setze, ändere Effekt, beziehungsweise Setze Effekt Durchsichtigkeit erstmal auf 0. Ja, wir schauen, was dann passiert. Genau, das ist also, das bedeutet, das ist 0% transparent. Man sieht das halt so super. Deshalb Durchsichtigkeit setzen wir auf 0. Und wir möchten das Spiel dann mit der Leertaste starten. Und dann ändert sich auch die Durchsichtigkeit. Also gehen wir auf Steuerung, nehmen eine wiederhole Fortlaufenschleife, dann eine Falls-Dann-Bedingung. Und ich möchte das Spiel mit der Leertaste starten. Ihr könnt das selbst entscheiden. Wir gehen dann auf Bewegung, beziehungsweise doch auf Befühlen, Verzeihung. Dann nehmen wir, falls die Leertaste gedrückt wird und dann senden wir eine Nachricht. Hier wird ganze Zeit überprüft, ob wir die Leertaste drücken. Und wenn wir diese Leertaste drücken, senden wir eine Nachricht, dass das Spiel gestartet werden soll. Ich nenne das jetzt einfach Start-Game. Das heißt, hier wird ganze Zeit überprüft, fortlaufend, ob ich diese Leertaste drücke, dann wird die Nachricht Start Game geschickt. Und damit die Schleife dann nicht ganze Zeit läuft, das ist nicht gut, das verbraucht viel Arbeitsspeicher, machen wir Folgendes. Wir beenden dann dieses Skript hier einfach. Sobald die Nachricht geschickt wird, ist dieses Skript ja für uns nicht wichtig. Das muss ja dann nicht laufen. Und dann gehen wir einfach zur Steuerung und sagen, stoppe dieses Skript, ja, um einfach das Spiel clean zu halten, nicht, dass da zu viele Ressourcen verbraucht werden. Also stoppe dieses Skript. Wenn die Nachricht gesendet wird, muss sie natürlich auch empfangen werden. Das heißt, ich gehe hier dann auf Ereignisse. Das ist ja ein Ereignis. Und dann nehme ich hier, wenn ich Nachricht 1 erhalte, ändern wir zu, wenn ich Start Game erhalte. Wenn ich Start Game empfange, nehme ich eine wiederhole Schleife, aber nicht fortlaufend, sondern eine mit einem Zahlenfeld. Und ich nehme hier mal die Zahl 20 und dann gehen wir auf Aussehen
und sagen ändere Effekt, nicht setze Effekt, sondern ändere Effekt, Durchsichtigkeit um 5. 20 mal 5 sind 100. Wir müssen das immer so einstellen, dass insgesamt die Zahl 100 erscheint. 20 mal 5 sind 100 und ihr könnt dann so damit spielen. Das heißt, diese Schleife wird 20 mal wiederholt und die Durchsichtigkeit wird dann um 5 immer größer, sodass das Ding irgendwann komplett transparent ist, also nicht mehr sichtbar. Lasst uns das mal jetzt einmal überprüfen. Ich drücke jetzt die Leertaste. Ah, das ist ein sehr cooler Effekt gewesen. Ich vergrößere das nochmal. Leertaste. Und das ist doch viel besser, als wenn es abrupt aufhört. Super. Das heißt, den Code für den Startbildschirm, den haben wir schon mal fertig. Cool. Um auf ganz Nummer sicher zu gehen, können wir dann noch zum Schluss sagen, wenn diese Schleife wirklich durchlaufen ist 20 Mal, dass das Ding sich verstecken soll. Ja? So seid ihr auf der ganz sicheren Seite. Wir wählen jetzt zusätzlich mal die grüne Röhre aus und machen die ganzen anderen Figuren erstmal, stellen wir die auf nicht sichtbar. Hier, super. Und die ist auch schon auf nicht sichtbar gestellt. Und jetzt wollen wir diesen Titelbildschirm noch ein bisschen cooler darstellen. Und zwar möchte ich, dass Flappy Bird wieder erstmal sichtbar wird. Das heißt, ich stelle hier die Sichtbarkeit ein. Und dass Flappy Bird rechts von diesem grauen Flappy Bird positioniert wird. Später kommt noch der Zweitspieler links davon. Und das können wir hier im Flappy Bird Skript einstellen. Und dann machen wir Folgendes. Und zwar diese ganzen Konfigurationsskript, also das Aussehen und die Position, wir ändern da mal ein wenig, beziehungsweise wir ändern nicht den Code, sondern die Stellen an den entsprechenden Code. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel gehe zu, diese Position, diesen Block, packen wir mal einfach hier, ja, und das hat hier dann alles mit Position, Aussehen und Drehung zu tun. Apropos Drehung bzw. Richtung. Flappy Bird hat ja gerade diese Richtung 90 Grad. Und die soll sie auch immer beim Spiel beibehalten. Immer wenn das Spiel läuft, soll auch Flappy Bird diese Richtung haben. Das heißt, wir gehen kurz auf Bewegung und sagen, setze Richtung auf 90 Grad immer sicherheitshalber. Perfekt. Aber das Ding soll ja noch nicht laufen. Also die Physik von Flappy Bird soll noch nicht laufen. Und wir testen das Ganze jetzt einmal. So, Flappy Bird befindet sich jetzt hier oben. Das heißt, nur diese Animation wird abgespielt. Und ich sehe gerade, die rote Röhre ist immer noch auf sichtbar gestellt. Ich muss mal kurz gucken. Mhm. Die wollen wir auf nicht sichtbar zeigen. Einfacher Trick, wir nehmen erstmal das Ganze hier raus. Ja? Macht das mal auch bei den anderen Skripten. Sicherheitshalber. So, und dann gehen wir zurück zu Bird. Und Flappy Bird soll ja hier rechts erscheinen. Und dann schauen wir uns mal jetzt die Position an. 36 für X und minus 36 für Y. Cooler Wert. Das heißt, das ändern wir hier einmal und sagen 36 und minus 36. So, jetzt starten wir einmal das Skript. Läuft ganz gut. Was ist mit dieser grünen Röhre hier jetzt los? Die ist... Ja, das ist die hier. Wir stellen die auf nicht sichtbar. Und schaut euch das mal an. Das sieht jetzt wirklich richtig gut aus. Und Flappy Bird fällt nicht runter, weil wir dieses Physik-Skript ja nicht starten. Wir verkleinern das. Wählen wieder das Skript von Flappy Bird aus. Und jetzt hier müssen wir eine kleine Änderung vornehmen. Das heißt, das können wir eigentlich erstmal entfernen. Und die Physik, das Spiel soll ja eigentlich starten, wenn wir die Leertaste drücken. Und diese Nachricht haben wir ja, wenn das Spiel startet. Nämlich Start Game. Das heißt, wir gehen auf Ereignisse und sagen, wenn ich Start Game erhalte, dann soll das Ganze hier losgehen. Und im Prinzip kann ich das hier auch hiermit ersetzen. Ah, was habe ich hier gemacht? Steuerung Z. Das packen wir hier auch weg. Und auch hier nehmen wir ein Start Game. Und hier ebenfalls. Nur wenn das Spiel läuft, sollen die anderen Skripte ausgeführt werden. Vorher nicht. So, Rechtsklick, Blöcke aufräumen und jetzt starten wir das Ganze mal. Erst wenn ich die Leertaste drücke, kriegt Flappy Bird den Code für die ganzen Physik-Skripte. Und jetzt sehen wir, läuft das Ganze. Nice. So, Bildschirm minimieren. Wir wählen nun die Röhren aus und auch hier gilt... Erst wenn die Nachricht Start Game empfangen wird, laufen die Skripte der Röhren. Das heißt, das können wir erstmal entfernen.
wir entfernen das nicht, Verzeihung, wir lassen das erstmal hier und sagen, wenn grüne Faden angeklickt wird, dann verstecke dich. Und erst wenn die Botschaft Starte Game aufpoppt, ploppt, dann läuft das Skript hier. Wir müssen dann über Ereignisse einfach die Nachricht hier hinzufügen in das Skriptfenster. Und dasselbe machen wir für die anderen Blöcke. Auch hier, wenn Start Game Empfange aussehen, hier verstecke dich und hier natürlich, Verzeihung, zeige dich. Ne? Das muss ja natürlich dann auch dann gezeigt werden. Am Anfang nicht sichtbar, erst wenn die Botschaft kommt, zeigt sich die Röhre. Das heißt, hier müssen wir auch zeige dich noch hinzufügen, sonst bleibt das ja die ganze Zeit versteckt. Okay? Röhre 2, hier können wir im Prinzip verstecke dich hier mit diesem Skript verknüpfen und dann die Botschaft, wenn ich Startgame empfange, dann zeige dich doch bitte schön wieder. So. Und dann setzen wir hier alle auf sichtbar, ja? Sichtbar, 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 denn der Code klärt das jetzt für uns. Hier auch. Test. Diese Röhre funktioniert noch nicht, kein Wunder. Hier habe ich das vergessen hinzuzufügen. Also wieder Ereignisse, dann wenn Startgame empfange, wenn ich Startgame empfange, let's go. Und jetzt drücken wir die Leertaste und jetzt erscheinen auch die Röhren. Das Problem klären wir jetzt auch mit der Verzögerung der Röhren. So, es muss sich wahrscheinlich um diese grüne Röhre hier handeln. Und ja, wir sehen, wir haben zweimal zeige dich. Es soll erst 3 Sekunden gewartet werden und dann soll diese Röhre gezeigt werden. Das heißt, dieses zeige dich brauchen wir tatsächlich doch nicht. Entfernen wir und lassen jetzt nochmal das Skript laufen. Und keine Röhre ist sichtbar. Jetzt drücke ich die Leertaste. Hier mal durchkommen, super, perfekt, hat funktioniert. Und damit haben wir das Thema Startbildschirm so gut wie abgeschlossen und beschäftigen uns mal mit diesen 2 Balken, die ich hier hinzugefügt habe. Wir klicken einmal drauf, stellen die mal beide auf sichtbar. Perfekt, und sobald das Spiel startet, sagen wir, geht zu vorderster Ebene, dass das wirklich immer ganz vorne auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ereignisse, wenn grüne Flagge angeklickt, aussehen. Gehe zu vorderster Ebene. Dasselbe machen wir mit dem rechten Balken. Gehe zu vorderster Ebene, wenn die grüne Flagge angeklickt wird. Lassen das Ganze starten. Und jetzt wirkt das Spiel wie auf dem Handy. Deshalb dachte ich mir, lass das mal auch so wie beim Handy so ein wenig machen. Und die Punkte, das werden wir dann jetzt auch ändern. Und zwar klicken wir uns mal die ganzen Röhren, wo die Punktevariable verwendet wird. Hier zum Beispiel grüne Röhre, Rechtsklick, lösche Block, ändere Points, lösche Block. Und auch den Klang ändern wir, beziehungsweise löschen den Klang auch. So, und die Röhre hier hat auch die Variable im Skript, Rechtsklick, lösche Block. Auch der Punkteklang wird hier gelöscht. Und die anderen beiden Skripte haben das nicht. Und wir wollen das den Punktestand jetzt mit den Blöcken verknüpfen. Das heißt, wenn es von diesem schwarzen Balken überdeckt wird, dann kriegen wir einen Punkt. Dann macht es tatsächlich Sinn, die Code für die Punkte, das Skript, in diesen Röhren zu programmieren. Und ich habe hier einen doofen Fehler gemacht, also namenstechnisch. Dieser Block ist der rechte. Ich habe hier links geschrieben. Das ändern wir mal. Balken unterstrich rechts. Ja. So, das ist jetzt der rechte Balken. Und hier, das nennen wir dann Balken unterstrich links. Jetzt brauchen wir eine wiederhole fortlaufend Schleife. Steuerung, wiederhole fortlaufend. Und jetzt wird überprüft, ob der linke Balken die Röhren berührt. Ja. Also, das machen wir ja mit einer Falls-Bedingung. Falls. Wir gehen auf Fühlen, aber nicht nur eine Röhre, sondern ja mindestens 2. Ja? Das heißt, wir brauchen sowieso eine Oder-Verknüpfung. Oder, nicht und, oder. Wird berührt, brauchen wir 2-mal. So, einmal nehmen wir die grüne Röhre und grüne Röhre 2. Die beiden reichen, wir brauchen ja nicht 2 Röhren, weil die auf der X-Achse
Ebene auf derselben Höhe sind, die anderen Röhren. Okay? Das heißt, wir brauchen nur die zwei, weil die, wie gesagt, mit den roten Röhren gegenüberliegend sind. Und deshalb reicht das aus tatsächlich. Fügen das hier in die Bedingungslücke rein. Und dann gehen wir auf Variablen und sagen, ändere Points um 1. Wenn das Spiel beginnt, setze Points auf 0. Perfekt. Lass mal die Pointe-Variable einmal einblenden. Ach, die ist ja schon eingeblendet. Und das ging mal laufen. So, jetzt habt ihr gesehen, wir kriegen richtig viele Punkte, weil die Bedingung wird ja die ganze Zeit erfüllt, weil der grüne Block ist ja hinter den schwarzen Balken und bewegt sich ja noch. Das heißt, wir sehen den nicht. Und solange die sich treffen, ist die Bedingung wahr und der Punktestand wird die ganze Zeit erhöht. Das lösen wir einfach mit einer Wartebedingung von ungefähr 3 Sekunden. Danach ist der Block am Rand verschwunden und dann müsste das Problem wirklich gelöst sein. Okay, wir starten das Spiel wieder. Ach, verloren. Aber übrigens den Punkte-Sound, den wollen wir natürlich noch einfügen. Wir gehen auf Klänge. Hier ist der. Das heißt, wir gehen noch mal ganz kurz auf Klang und sagen, spiele Klang SFX Points. Ihr könnt auch den Begriff einfach ändern in Points, aber es ist egal. So, und jetzt versuche ich auch mal einen Punkt zu kriegen. Dieses Spiel ist einfach verdammt schwer. Okay. Jetzt klappt das. Achte mal hier auf die Points-Variable. Super. Aber das mit der Punkte-Variable ist so ein bisschen langweilig. Wir wollen diese original Flappy Bird-Ziffern nutzen, dass die sich ändern. Und das ist spannend, wie man das macht und super einfach. Ich werde zunächst mal die Variable erstmal wieder auf nicht sichtbar machen für Points. Und dann klicken wir mal auf hier, auf diese Figur, diese Ziffer. Figur heißt einfach 0. Ich nenne das mal Punkte 1, weil wir brauchen später für den zweiten Spieler noch eins. Einen meine ich. Und dann achtet mal, geht mal hier auf Kostüme. Und ich habe hier schon die entsprechenden Kostüme erstellt. Bis 9 Punkte. Ich zeige euch, wie ihr gleich mehrere Punkte erstellt. Das ist super einfach. Dann lernt ihr auch hier mit diesen Werkzeugen hier umzugehen. Wir gehen erstmal zunächst auf Skripte und sagen, wenn das Spiel startet, dann wechsel sofort zum ersten Kostüm. Also wechsel zu Kostüm 0. Und einmal aufpassen, hier steht Wechsel zu Kostüm 0. Das ist immer der Name des Kostüms, also 0. Aber es ist das erste Kostüm, okay? Das ist der Name des Kostüms, ist 0. Aber das ist das erste Kostüm. Also hier die Ziffer 1 heißt, das ist das erste Kostüm. Das kann zu Verwirrung sorgen, nur damit ihr Bescheid wisst. Okay, wir gehen wieder auf Skripte. Und jetzt wird spannend. Wir gehen auf Steuerung, wiederhole fortlaufend. Dann navigieren wir wieder zu Aussehen und sagen Wechsel zu Kostüm. Und jetzt brauchen wir einen Operator, einen Plus-Operator. Dann gehen wir auf Variablen. Points 1 plus 1. Super. So, nochmal. Points 1 hat den Wert 0 zu Beginn. Und dann steht ja sowas wie 0 plus 1 ist das erste Kostüm. Das erste Kostüm ist ja die Ziffer 0. Super. Und wie wechselt das zum zweiten Kostüm, zu dieser 1? Ganz einfach, hier steht der Wiederhole fortlaufend und hier wird immer die aktuelle Variable von Points 1 genommen. Das heißt, wenn Points 1 einen höheren Wert bekommt, steht hier dann zum Beispiel 1 plus 1 und 1 plus 1 ist Kostüm 2 und dann würde dieses Kostüm hier angezeigt werden. Lass das mal ausprobieren und ich hoffe, ich kratze nicht direkt ab. So, let's go. Ja, einen Punkt haben wir schon mal. Achtet mal, es sieht doch schon viel, viel besser aus. Super, ich minimiere das den Bildschirm. Und was, wenn ihr mehr als 9 Punkte habt, wenn ihr richtig gute Spieler seid oder der Gegner, mit dem ihr spielt? Wie können wir mehrere Kostüme hier erstellen, also eine Zahl, die größer als 9 ist? Jeder Trick geht zur Ziffer 1, hier zu diesem Kostüm und einmal Rechtsklick duplizieren. So, jetzt müssen wir diesen Kostüm ganz zum Schluss anhängen, also nach der Ziffer 9 platzieren. Hier. Und dann wählen wir nochmal hier dieses Kostüm, diese 0. Wählen das aus. Ja, hier dieses Auswahltool auswählen und dann ein Rechteck ziehen. Und dann hier auf dieses Symbol kopieren oder Profis Steuerung C ist dasselbe. Ich klicke jetzt auf Kopieren. Gehe wieder hier ganz unten zu diesem Kostüm hier.
Und dann hier auf Einfügen und achtet mal, die Null ist jetzt da. Und dann schiebe ich die einfach ein wenig nach rechts. Also, und dasselbe könnt ihr dann wieder machen. Also hier nochmal duplizieren. Die 0 bräuchten wir ja nicht. Das soll jetzt die Zahl 11 sein. Das heißt, das wähle ich aus, lösche das. Und hier ist es praktisch, die 1 bräuchten wir im Prinzip ja wieder. Das heißt, ich kann es direkt hier kopieren und wieder einfügen. Aber die 12, die machen wir jetzt nochmal. Hier kopieren, duplizieren. Jetzt müssen wir diese 1 löschen. Was ihr auch machen könnt, ihr dupliziert erstmal 10 mal die 1. Und dann fügt ihr die anderen Ziffern hinzu. Ich wähle diese 1 hier aus, lösche das Ganze und dann brauche ich ja die 2, das finde ich hier, wähle die 2 aus, kopieren, gehe zum letzten Kostüm, einfügen und dann, wenn das Auswahltool hier blau markiert ist, kann ich das dann noch verschieben. Jetzt haben wir mindestens 12 Punkte. So, wie können wir jetzt das Game Over einprogrammieren, dass das Spiel beendet ist, sobald Flappy Bird eine der Röhren berührt. Wir wechseln zum Skript von Flappy Bird und die Kollision findet hier statt, da wo berührt steht. Ich mache das Bild, den Bildschirm hier kleiner, das Bühnenbild, damit wir hier mehr Platz haben, verkleinere das Ganze einmal. Und jetzt einmal aufpassen, das Ziel ist, sobald ich mit Flappy Bird die Röhre berühre, soll Flappy Bird auch diese Animation haben, dieses Runterfallen gegen den Boden knallen mit dem Sound und dann soll Game Over erscheinen. Das heißt, es ist noch ein bisschen cooler, aber wir brauchen mehr Code. Und das machen wir mit einer Nachricht für Flappy Bird. Das nennen wir einfach Game Over 1. Wir haben ja zwei Spieler. Wir kümmern uns erst um den ersten Spieler. Wir gehen auf Ereignisse und erstellen eine neue Nachricht und sagen Sende. Wir klicken hier auf dieses Textfeld. Neue Nachricht. Und ich nenne das jetzt Game Over unterstrich 1. Okay? Und das hier stoppe alles, löschen wir und denken jetzt mal ein wenig nach. Wenn diese Bedingung zutrifft, also ich eine Röhre berühre, dann sollen erstmal die anderen Skripte von Flappy Bird aufhören, die Physik hier, okay? Das heißt, wir nehmen den Block, ich glaube, den finde ich unter Steuerung, stoppe alles, aber ändere alles in stoppe andere Skripte der Figur. Super. Das heißt, sobald diese Bedingung zutrifft, werden die anderen Skripte hier oben alle gestoppt. Das ist super. Dann sende ich die Nachricht Game Over an alle und muss die Nachricht dann jetzt empfangen. Ereignisse, wenn ich die Nachricht Game Over 1 empfange, dann sollen erstmal auch zwei Audiodateien abgespielt werden, nämlich der Clash mit der Röhre und dieses Fallen. Wir gehen auf Klänge und sagen, hier sehen wir die. Die beiden wollen wir jetzt nutzen. Wir gehen auf Klänge und sagen einfach, spiele SFX Point, wollen wir nicht, wir wollen Die. Und spiele Klang Audio Hit, habe ich jetzt nicht hochgeladen, das mache ich jetzt eben schnell, keine Sorge, ihr habt diesen Sound dann auch. So, ich habe den Sound jetzt gerade hochgeladen, da ist er. Und wir testen das Ganze jetzt mal, ich vergrößere das Skript, das Bühnenbild wieder und hier machen wir es auch ein bisschen größer. Blöcke aufräumen. So. Super. Und wir sehen, irgendwas ist komisch. Achtet mal. Der Punktestand geht noch weiter. Wir haben nur die zwei Sounds gehört, aber sonst bleibt jetzt Flappy Bird irgendwie in der Luft hängen. Das ist komisch. Wir stoppen das Ganze. Und das liegt einfach daran, dass das Skript hier unten weiterläuft. Wir haben ja gesagt, stoppe andere Skripte der Figur. Also die anderen Skripte werden gestoppt. Aber dieses Skript hier läuft immer noch und das ist ein Problem. Das heißt, nachdem die Nachricht gesendet wurde, müssen wir auch sagen, ey, stoppe auch bitte schon dieses Skript hier, damit dieses Skript hier auch nicht mehr läuft. Dazu gehen wir auf Steuerung und sagen, stoppe alles, ändern wir um in stoppe dieses Skript, packen das ja rein und jetzt lassen wir es nochmal laufen. Perfekt. Und achtet, ja, ihr bemerkt jetzt noch keine Unterschiede, glaube ich, weil wir das andere Nachrichtenskript noch nicht zu Ende programmiert haben. Aber das ist super wichtig. Ich kann euch ja später nochmal zeigen, warum, okay? Wir stoppen das jetzt Ganze nochmal, verkleinere das nochmal und wir brauchen das Skript hier, wenn ich Game Over 1 empfange. Da soll ja noch mehr passieren. Jetzt haben wir den Fall, dass alle anderen Skripte von Flappy Bird wirklich gestoppt werden und er in so einer Luft hängt. Okay, aber er soll ja mehr machen, als in der Luft hängen. Der soll ja jetzt runterfallen. Ja?
Wir gehen dazu auf Wiederhole fortlaufend. Dann ändern wir die Richtung von 90 auf 180, damit er Richtung Boden guckt. Ja? Dazu gehen wir auf Bewegung und sagen, setze Richtung auf 180 müsste das sein. Hier, ja, perfekt. Auf 180, ganz wichtig. Dann sagen wir, ändere Speed Y um minus 1. Points bitte ändern um Speed Y um minus 1. Und damit das funktioniert, übergeben wir jetzt die Speed Y-Variable den Y-Wert. Bewegung, ändere Y um Speed Y. Mal schauen, was jetzt passiert. Nice, das sieht doch schon mal viel besser aus. So, ich stoppe das Skript. Aber er soll ja beim Boden anhalten. Ne, der kann ja nicht weiter runtergehen. Was ich meine, achtet mal. So, ich führe jetzt eine Kollision ein und hier soll der stoppen. Ja, das macht er momentan nicht. Das heißt, wir brauchen eine Bedingung, wo wir dann schreiben, falls der Boden berührt wird. Wir stoppen das Skript, gehen jetzt hier in Steuerung und sagen, falls dann, also falls wird der Boden berührt. Boden, haben wir das hier Boden genannt? Ja, Boden. Gehe zu. Ja, wir sagen dann, gehe zu. Die X-Koordinate ist egal, die soll ja immer beibehalten werden. Ja. Das heißt Bewegung, wir bleiben bei Bewegung und sagen X-Position, soll die X-Position bleiben. Die Y-Position muss die des Bodens entsprechen und das wären, glaube ich, minus 130, könnt ihr auch nachschauen. So, ich vergrößere das Ganze mal hier wieder und gehe mal auf Blöcke aufräumen. Dieses Skript ist jetzt für uns wichtig und lass das Ganze mal laufen. Perfekt. Hat funktioniert und jetzt ist das auch schon viel, viel besser, finde ich. Okay, und für mich ist es wichtig, schaut euch nochmal in Ruhe diese Skripte an, denn sowas haben wir ja noch nie gemacht. Wichtig ist, wenn ich diese Nachricht erhalte, sind alle anderen Skripte nicht mehr aktiv. Ja, die sind nicht mehr aktiv wegen diesen Bedingungen hier. Sobald wir die berühren, werden die anderen Skripte gestoppt. Dann wollen wir ja noch diese letzte Nachricht schicken und sobald wir die geschickt haben, beenden wir auch dieses Skript. Und dann läuft noch einmal dieses Skript hier und dann läuft einmal die Animation durch, also die Sounds kommen, dann läuft diese Animation durch und falls der Boden berührt wird, geht zu der Position. Einmal wirklich durchgehen und verstehen. Und um das dann ganz professionell zu machen, sagen wir dann natürlich auch, stoppe dieses Skript, ja, damit dieses Skript dann auch hier nach diesem Befehl dann auch gestoppt wird. Steuerung, stoppe dieses Skript. Einmal kurzer Test. Nice. Und jetzt ist es an der Zeit, den zweiten Spieler, den zweiten Flappy Bird einzuprogrammieren. Und wir sparen uns viel Zeit, denn wir müssen 90% nur kopieren und einfügen. Dazu befinden wir uns im Skript von Flappy Bird. Und wir werden jetzt alle diese Skripte hier einfach hier in das Skript von Bird 2 hineinkopieren. Okay, let's go. Erstes Skript mit Start Game ist drin. Dann das zweite. Dann das dritte. Und dann die letzten beiden. So, ich bin hier noch im Skriptfenster von Flappy Bird. Ich gehe mal auf Blöcke aufräumen. Da kann ich auch sehen, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Skripte. Und hier mache ich dasselbe. Rechtsklick, Blöcke aufräumen. 1, 2, 3, 4, 5 Skripte. Wenn ihr damit Probleme habt, mit diesem Verschieben des Codes, das hineinkopieren, dann könnt ihr diesen Bird löschen und einfach Flappy Bird duplizieren und den dann Bird 2 nennen. Das geht auch, wenn ihr da Probleme habt. Aber ihr müsst dann die Farbe selbstständig ändern. Das können wir natürlich hier auch machen. Ne? Aber was passiert jetzt hier im Skript von Bird 2? Wir müssen jetzt einige Sachen ändern. Jeder Bird hat seine eigene Speed Y-Variable. Wir brauchen also eine Speed Y2-Variable, die wir eben erstellen. Neue Variable. Und die nennen wir eben Speed Y2. Bestätigen das mit OK. Und ändern das hier sofort. Ich zoome mal ein wenig ran. Ja, ich zoome mal ein wenig ran. Damit ihr das besser sehen könnt. Das verkleinere ich hier ein wenig. Und genau. Also, schauen wir uns das mal an. Hier, Speed Y wird zu Speed Y2.
ändere Speed y um 2 um minus 1. Hier ändere y um Speed y 2, Rechtsklick, und dann können wir die Variable hier einfach direkt ändern. Sehr gut. Und was müssen wir hier noch ändern? Genau, wieder Speed y 2. Rechtsklick, Speed y 2. Da müsst ihr wirklich genau achten. Da kann man viele Fehler machen, um Zeit zu sparen. Wir konzentrieren uns hier nochmal. Speed y 2. Haben wir hier noch was? Nein. Die Speed y-Variablen müssten wir jetzt geändert haben. Ich zoome mal wieder ein wenig raus. Und wir müssen noch tatsächlich einiges ändern, denn wir brauchen eine eigene Game-Over-Nachricht für den Spieler 2. Das heißt, wir gehen hier einmal auf Ereignisse, Verzeihung, auf Steuerung und sage Sende Nachricht. War das jetzt doch bei Ereignisse? Ich muss nochmal gucken. Genau. Sende Nachricht, Game Over. Und gehen auf neue Nachricht und nennen das einfach Game-Over 2. Sehr gut. Und dann ändern wir einfach hier die Nachricht. Ja, sende Game Over 2 und die 1, die können wir löschen. Eigentlich kann man das auch hier jetzt überwählen, aber egal. Rechtsklick, lösche Block, sende Game Over 2 und dann muss ich auch Game Over 2 empfangen und nicht 1. Also das Ding müssen wir hier auch ändern. Game Over 2. Dann brauchen wir natürlich eine andere Startposition für Bird 2. Ich stelle das mal hier auch hier auf sichtbar. Wir brauchen eine andere Startposition. Ich gehe mal hier auf Los und wir sehen, Flappy Bird, der blaue ist direkt dort, wo sich der gelbe Bird befindet. Natürlich, wir haben ja den Code kopiert. Lass mal die Startposition ändern. Das soll hier ungefähr denselben Abstand links vom grauen Vogel in der Mitte haben. Und das sind die Variablen minus 42 für x und y minus 37, also für die Koordinaten meine ich. Wir müssen das dann einfach nur im Code ändern. Ich stoppe das mal. Hier heißt das Ding dann, gehe zu minus 42 und minus 37. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Sieht sehr gut aus. Und eine sehr wichtige Sache haben wir vergessen. Die Leertaste ist jetzt für den gelben Bird, Flappy Bird reserviert, dass der Spieler 1 das mit der Leertaste macht und der Spieler 2 könnte das zum Beispiel mit der Pfeiltaste nach oben machen. Also nehme ich Pfeiltaste nach oben und hier auch Pfeiltaste nach oben. Haben wir das irgendwo nochmal? Nein, super. Rechtsklick, Blöcke einmal aufräumen, vergrößere das Fenster und dann gehen wir auf Los. Und dann können wir beide Birds schon mal steuern. Das ist ganz cool. So. Ich stoppe das Skript und wir geben dann natürlich einen Punktestand an Bird 2 weiter. Dazu kopieren wir einfach diese Figur, also Punkte 1, Rechtsklick, duplizieren und nennen das dann hier Punkte 2, hat er tatsächlich automatisch gemacht. Positionieren das dann auch, würde ich sagen, links, weil der blaue Vogel ist links und der gelbe Vogel ist rechts, so ungefähr. Geh kurz auf Variable und setz den Haken, mach den Haken weg. Und brauchen dann noch tatsächlich eine Variable Points 2, einfach für den zweiten Vogel. Und das haben wir hier beim Block linken Balken definiert. Setze Points 1 auf 0. Das heißt, wir brauchen noch eine neue Variable Points 2. Ich hoffe, ihr seid noch am Start, Freunde. So, bestätigen das mit OK. Und jetzt nehme ich Setze Points 2 auch auf 0. Und hier einfach auch ändere Points 2 um 1, genau, ändere Points 2 um 1 und dann kann ich auch hier den Sound abspielen direkt. Spiele Klang. Ne, einmal, das reicht tatsächlich aus, wenn man einmal den Klang spielt, fällt mir gerade ein. Sehr gut. Okay, Testphase. Und let's go. Boah, es ist super schwer, beide gleichzeitig zu spielen. Ich versuche mal nur einen Bird zu kontrollieren. So, sorry. So, und wir sehen, es läuft ganz gut. Aber komischerweise kriegt ja noch der zweite Spieler immer noch Punkte, obwohl der schon verloren hat. Und das müssen wir jetzt auch nochmal ändern. Wir verkleinern das, den Bildschirm. Übrigens, hier, wir gehen kurz mal auf Variablen, blenden das aus, Points 2. Und dieses Problem lösen wir einfach, indem wir zum Beispiel hier die Punkte 1 Figur nehmen und die mit der Nachricht arbeiten. Wir sagen, wenn ich Game Over 1 erhalte, denn Punkte 1 bezieht sich auf den Spieler 1, dann stoppe andere Skripte der Figur. Wie machen wir das? Wir gehen auf Steuerung, stoppe andere Skripte der Figur.
Das heißt, das Ding wird dann nicht mehr ausgeführt. Und das machen wir auch bei Punkte 2. Nur mit dem Unterschied, wenn ich die Nachricht Game Over 2 erhalte. Ne, ihr müsst da echt vorsichtig sein. Game Over 2. Stoppe andere Skripte der Figur. So, Testphase. Ich vergrößere das Ganze. Let's go. Und steuere jetzt nur den blauen Vogel. Da, läuft perfekt. Und super, das funktioniert auch. Und das Spiel läuft jetzt immer noch weiter und zum Schluss wollen wir jetzt noch diesen Game-Over-Bildschirm einblenden. Ja, dann haben wir wirklich alles geschafft. Okay, wir stoppen das Skript, verkleinern das Bühnenbild und starten jetzt mit Game-Over. Zunächst setzen wir die Sichtbarkeit auf Sichtbar und positionieren Game-Over an einer Position, die uns gefällt. Und wenn Game Over erscheint, soll immer diese Position ausgewählt werden. Das heißt, wir gehen kurz auf Bewegung und sagen, gehe zu, hier, und dann merkt er sich die Position. Sehr gut. Das Verstecke dich brauchen wir natürlich, wenn das Spiel startet, soll das ja nicht sichtbar sein. Und jetzt brauchen wir eine Variable. Ich habe mir das so überlegt. Ich erstelle eine Variable, die ich einfach Game Over nenne. Game Over. Und diese Variable setze ich zu Beginn des Spiels auf 0. Jetzt nehme ich eine wiederhole Fortlaufensschleife und starte eine Überprüfung mit falls dann. Und wenn der Wert von Game Over gleich 2 ist, 2, warum? Wir haben 2 Spieler. Game Over gleich 2. Dann warte ich noch nur so eine Sekunde, damit das nicht so abrupt ist, wird gestoppt wird das Spiel. Und dann sage ich wirklich, stoppe alles. Ja, stoppe alles. Aber wir haben hier noch Verstecke dich. Das heißt, wir müssen irgendwo den Block Zeige dich noch hinzufügen, sonst bleibt das ja versteckt. Am besten natürlich, wenn Game Over gleich 2. Ich warte eine Sekunde, dann zeigt sich der Bildschirm und dann wird alles gestoppt. Jetzt ist die Frage, ja, Game Over ist ja 0 und wann wird das denn zu 2? Das können wir hier in den Punktestandfiguren erledigen. Und zwar sage ich einfach, wenn ich Game Over 2 empfange, dann ändere den Wert von Game Over um 1. Also ändere, nicht setze, sondern ändere Game Over um 1. Ja? Und dasselbe machen wir hier. Ändere Game Over um 1. So, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Lass uns das mal kurz testen. Let's go. Eine Sekunde und Game Over startet perfekt. Das funktioniert wirklich super gut. Und das hier blende ich nochmal ganz kurz aus. Das nervt mich, hier diese Variable Game Over. Und lass doch mal die Punktestände dann auch hier in den schwarzen Balken platzieren. So ein bisschen Game Design Sache. Und dann könnt ihr jetzt das Spiel zu zweit spielen, tatsächlich. Alleine zu zweit spielen ist echt schwer. Ich versuch's. So. Oh, was ist denn jetzt hier passiert? Die Punktestände sind weg. Das liegt daran, dass der Balken natürlich auf die vorderste Ebene geht. Können wir auch ändern. Die Punktestände werden wir ganz nach vorne platzieren. Gar kein Problem. Aussehen, geh zur vordersten Ebene einfach. Hier, geh zur vordersten Ebene. Und dasselbe machen wir für den anderen Punktestand. Geh zur vorderster Ebene. Ausführen und jetzt perfekt. Jetzt sieht das wirklich ganz gut aus. Wir haben einen coolen Startbildschirm. Und das Spiel startet, sobald der Spieler die Leertaste drückt und dann können beide Spieler spielen. Spieler 1 mit der Leertaste und Spieler 2 mit der Pfeiltaste nach oben. So, und Spieler 1 lebt noch und ein Punkt, er hat gewonnen. Game over. Und diesen Boden zum Schluss hier noch, sorry, den können wir ja eigentlich nochmal einblenden, indem ich das hier mal kurz kleiner mache. Wir gehen hier auf diesen Boden-Sprite, der war ja hier, und schauen uns mal diesen Code an und können das hier in dieser Bedingung kurz fixen, dieses Problem. Mit einer Falls-Bedingung und ich sage einfach auch Falls Game Over gleich 2. Dann zeige dich. Weil wir wollen das jetzt echt gut haben. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Ich bin selbst gespannt. Perfekt. Alles hat funktioniert. Freunde, ich hoffe, wie bereits erwähnt, ihr konntet nochmal neue Sachen lernen. Freut euch auf die nächsten Scratch-Tutorials und Programmiervideos. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Scratch-Video. Bis bald.